Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Digital Devil Saga. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir sind immer hier noch als lieber netter Serf unterwegs und versuchen uns hier in diesem wunderschön verlassenen Schiff durchzuschlagen. Beim letzten Mal haben wir leider nicht so viel gemacht. Wir haben nur eine Gegnergruppe besiegt und das war es eigentlich so ziemlich. Ansonsten haben wir ein bisschen unsere Attacken hier gepusht. Wir haben jetzt immer den Erzkiss mit Serf, den ich vergessen habe natürlich auszurüsten, weil der Maxi ist natürlich nicht der hellste. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir besiegen diese blöden Viecher. So, oh, das sind doch sympathisch. Das sind sympathische Gegner. So, dann holen wir uns den MP-Fief. Meine MP. Und was machen wir denn mit diesen kleinen Schafen? Beim letzten Mal wurden wir übrigens von zwei von solchen Schafen aufs übelst härteste gemobbt. Und deswegen muss ich mich jetzt rächen. Und sie leben. Die haben viel zu viel Leben, Mann. Und die greifen alles sehr von mit Feuerattacken. Seit wann sind Gegner intelligent genug? Ja, pusht alles auf Serf, komm. Haut's auf mich drauf, Mann. Ich ertrag das. Ich stehe darauf. Wisst ihr das eigentlich? So, und darauf stehe ich noch mehr, euch Dreckschafe zu fressen. Okay. Von den Schafen sind wir jetzt hier wieder weg. Unser Ziel ist es natürlich immer noch, die Brutes hier in eine Falle zu locken. Wir versuchen hier Sprengladungen auf diesem Schiff zu legen. Haben schon 6 Stück müssten wir gelegt haben und 2 fehlen also noch von den 8 Stück. Und dann sollte es ein großes Boom geben und mit diesem großen Boom hoffentlich besiegen wir im besten Fall, ja, wenn es gut läuft, gleich alle von den Brutes. Wenn es schlecht läuft, was es wahrscheinlich tun wird, nicht. Ja, ich wette, wir müssen eh noch mal gegen Bats kämpfen. Das ist jetzt der dritte Kampf gegen Bats, Mann. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Mann. Die Frage ist natürlich auch, wo befinden wir uns, Zelle? Das ist hier ein Edel-Luxus-Liner. Und ich habe keine Ahnung, was ein Edel-Luxus-Liner, der natürlich wohlgemerkt gestrandet ist, wieso der sich hier befindet. Aber nun gut, was soll man machen, außer auf die Gegner mit voller Wucht draufzuhauen und diese auszulöschen. Masam blockt der. Mach mal Wildblade. Ist das doch nicht manchmal schlecht, wenn man Wildblade ausgerüstet hat. So, Sionga. Und der war. Wenn ich mir überlege, dass hier ein Speicherpunkt wäre, hätten wir nicht immer den ganzen Weg zurück und hoch und zurück und hoch latschen müssen. Aber ist ja auch so. Boom. Boom. Und weg was mit dem Schaflein hier. Und ein Level-Up gibt es auch hier noch für den guten Silo. Der spaltete man sich seinen Kopf. So wie der Werte hier. Gale. Das sieht immer echt bei dem ganz schön eklig aus. Der tut immer seinen Kopf so in der Mitte aufmachen. Also, was sind die 5 furchtbarsten von unseren Charakteren? Also, welche sehen am furchtbarsten aus? Ich finde, Serf, der sieht halt so aus wie ein Dämonenlord. Das ist ja fast akzeptabel. Hier sieht so halt so aus wie der Standard-Bestiat mit seinen 2 Köpfen. Das ist jetzt auch nicht so ultra gruselig. Während ich da schon finde, dass besonders halt... Argilla, finde ich, ist am schlimmsten mit ihren... Na, finde ich nicht. Ich finde, am schlimmsten ist echt der Werte Herr Gale. Danach Argilla mit ihrem Brustmündner... Was schon ein bisschen grotesk aussieht. Und dann Tilo. Dann kommt Gale und dann als letztes Heat und dann kommt als letztes Bier. Weil wir, mein Gott, ich sag ja, wir sehen so aus wie irgendwie so ein Dämonenlord oder sowas. Haben so einen coolen Kopf, finde ich. Oh, Quantum Cell, Quantum Cell, Quantum Cell. Oder starke Gegner. Okay, sie können Siodine. Beginnt nicht gut. Er kann immer noch Siodine. Okay, es wird auch nicht besser. Mit was fangen wir mal an? Agilo. Die sehen so aus wie so Schmetterlinge. Versuchen wir es mal mit Masan. Ich wette, das trainen sie. Okay. Sionga müssen wir eigentlich gar nicht testen. Hauen wir drauf, oder? Counter-Strike. Hey, inzwischen kann jeder Gegner Counter-Strike, Mann. Oh, Elektro-Gegner. Elektro-Gegner. Die sind ziemlich stark. Die sind echt verdammt stark. Okay, müssen wir aufpassen. Jetzt kommt schon. Ja, reicht's auch mal wieder. Gut. Terra hätte ich. Wieso habe ich eigentlich nur den schwachen Terra? Weil ich werde Terras hier der Schwäche. Ja, genau. Okay. Angela. Dann machen wir den. Nein, MP 5 hätte es gar nicht gebraucht. Wir haben eh fast voll MP. Ich glaube, wir haben sogar. Ah, 2 MP haben wir dazu bekommen. Okay. Terra. Bitte, bitte, bitte reicht. Bitte, bitte. Aber er ist schwach. Und wenn er schwach ist, ist es Zeit, ihn zu dewarnen. Okay. Gegner sind immer ein bisschen stärker, wenn man die in diesen Schatztruhen hier findet. Aber dafür bekommt man immer schöne Items. Ich habe jetzt gerade nicht geschaut, was für Items, aber
Wird schon irgendwas Cooles gewesen sein. Okay, Leute, ich bin jetzt heiß drauf. Ich will in dem Part hier den Dungeon abschließen. Ich möchte unbedingt Bats hier finden, denen mal wieder den Allerwertesten hier versohlen. Alle guten Dinge sind 7, oder? So heißt doch der Spruch. Oh, so viele Gegner. Aber wir haben auch gerade echt nicht viel Glück. Ich habe schon wieder So, Maxi, nach diesem Kampf musst du unbedingt den Terra-Skill auswählen. Merk dir das bitte mal. Also, ich denke mal, das wird jetzt das dritte Mal sein, dass wir gegen ihn kämpfen. Bin mir sicher, also entweder er und, oder, das fände ich ziemlich schlimm, vielleicht müssen wir gegen hier Colonel Beck kämpfen, hier von seinem Brutes. Das wäre natürlich alles andere schön. Ach, kommt schon, müsst ihr immer Reinforcement machen. Und, ja, ich denke jetzt mal, er wird unser Gegner sein, aber wir wissen auch nicht. Vielleicht müssen wir auch mal wieder gegen den guten alten Betsy kämpfen. Also ich denke mal, Bats wird unser Gegner sein und ich hoffe, wir werden es dann noch schaffen, ihn endgültig mal zu besiegen, Mann. Weil es kann ja nicht sein, das ist dann das dritte Mal, dass wir ihn dann entkommen lassen. Okay, beim ersten Mal... Ihr verarscht mich doch. Ich werde schon wieder aufs übelst härteste von so Schafen verarscht. Ich werde aufs übelst härteste von so kleinen, süßen Schafen, so einem süßen kleinen Horn auf dem Kopf, werde ich schon wieder aufs übelste, härteste verarscht. Und das lasse ich mir langsam mit tun, wenn du jetzt nochmal Reinforcement machst. Es macht Agile und jetzt machst du Reinforcement. Es sind so mies, Mann, diese Schafe, Mann. Sie sind nicht stark, sie sind auch nicht besonders gefährlich, aber sie nerven. Aber sie geben mir 982 Erfahrungspunkte. Und wir können den Fallen Hero Skill. Okay, das ist eigentlich gut, aber ich habe jetzt keinen Bock zurückzulaufen. Komm, wir sind den ganzen letzten Part immer mal zurückgelaufen, diesmal machen wir das nicht. Servus, mein Freund. Liebes Spiel, ich sagte, Servus, mein Freund. So, will ich auch meinen. Gut, und jetzt denkt der Max ja auch dran, endlich mal, endlich, es ist ja schlimmer. Matera, Light Damage to All. Will ich eigentlich nicht. Hä? Ach, können wir... Wir können doch gar nicht... Ach, ich lerne aktuell erst den starken Erzskill. Ja, okay, dann... Ich dachte, ich kann schon den Moderate Earth Damage. Das ist das, was ich gerade erzielen will. Mit ihm. Weil wir brauchen einen mit... Also ich will jeden Zauber einmal zumindest haben. Das ist wichtig. Ist eigentlich eure Schwäche zufällig Terra? Schon sind diese Gegner gar nicht mehr so stark. Machen wir einen Wildblade. Die sind echt nicht stark. Die haben auch ziemlich wenig Leben. Inzwischen haben so viele Gegner auf einmal so viel Leben. Ja, mach High Contour, das ist mir wurscht. Das ist mir sowas von wurscht. Was kann man hier Schönes machen? Sionga darf ich nicht. Doch, Sionga darf ich machen. Ich darf Masar nicht auf die machen. Du bist weg. Dichte Worch. Weil wenn seine Leistung natürlich voll ist, dann habe ich auch einen Grund zurückzukehren. Gut. Wenn wir hier mit dem Skill haben, weil hier, hey, was interessiert mich? Zilomann. Der gute Zilomann. Haben wir das? Und komm, viel SP. F-Tempel haben wir fast voll, Mann. Skill. Wieso heile ich eigentlich immer mit ihm, Mann? Ich habe inzwischen mit CF eigentlich unbegrenzt SP. Nach jedem Kampf heilen, also nach ein paar Schritten, sind meine SP eigentlich schon fast wieder immer voll. Und wieso setze ich dann trotzdem immer die Fähigkeit mit den anderen Leuten ein? Ich weiß es doch nicht. Und das ist schon wieder so ein ätzender Weg, wo es 1000 Abzweigungen gibt. Wir gehen erstmal den Geraden, weil ich das Gefühl habe, dass da nur ein Raum sein wird, wo irgendeine Kiste drin stecken wird. Genau. Oder noch besser. Das heißt, wir haben 7 von 8 Bomben, oder? Auf der Explosion, we have 2 left to set. Was? Wir haben immer noch 2? Okay, ich dachte, wir haben schon 6. Naja. Auch nicht schlimm. Marschieren wir weiter. Was machen wir gegen diese lustige Gegnertruppe? Fangen wir mit Sionga auf. An. Du kannst nicht mal Hammer. Das ist ärgerlich. Masama können wir. Aber ob sie. Nein, nicht Masama! Ah doch, Masama ist ja die Schwäche von den Kleinen hier. Habe ich total vergessen. So. Ziemlich cooles Kombi, Mann. Wie wir das hier gerade gemacht haben. Okay, überraschenderweise lief das besser, als ich mir gedacht habe. So, und wir haben wieder ein Level Up. So, nein, nicht auf Stärke. Vitalität. Und Luck. Und auf Agilität. Ich will die jetzt ein bisschen pushen. Ganz leicht, aber ein bisschen zumindest. Zwar sind immer noch die wichtigsten Skills hier für mich Leben und sowas. Aber trotzdem ist es nicht schlecht, wenn man die Skills auch ein bisschen hochpusht. So, eure Schwäche war ja Terra.
Sehr gut. Dann mit dir kann ich leider nichts Sinnvolles machen. Sammer kann ich nicht machen, aber ich kann Wildblade machen. So gut, dass du Wildblade kannst. Dann hau mal den High Counter. Ach, komm schon. Ey Mann, ich will auch einen hauen Konter haben. Wenn ich kontere, dann mach. Ich habe Konter mit Heat. Haben wir freigeschaltet gehabt. Und ich habe damit nicht ein einziges Mal gekontert. Okay. Aber die bei jeder einzelnen Attacke können diese Penner kontern. Schlimme Gegner. Aber wir haben jetzt den Earth Temple aufs Maximum. Terran Earth Repel. Und das ist super. Setten wir das gleich, bevor der Maxi es wieder vergisst. Terrazi, moderate damage to 1-4. Das ist besonders auch gerade praktisch gegen die Gegner hier. Okay, links schauen, rechts schauen. Da ist in der Raum und da geht es ein bisschen länger. Wenn ich mich umschaue, kommen inzwischen schon Gegner, Mann. Hey! Immer wenn ich. Es ist immer das. Es ist so das typische Gefühl. Ich meine, das hat ja wahrscheinlich jeder, wenn er Rollenspiel spielt. Wenn ihr leveln wollt und wenn ihr wollt, dass Gegner auftauchen, dann ploppen keine auf. Aber wenn ihr irgendwie intensiv darauf seid, irgendwie den nächsten Dungeon zu erfüllen und irgendwie dabei seid, hier irgendwie alles zu schaffen und alle möglichen Gegner hier zu besiegen, dann natürlich tauchen 1000 Gegner auf. Es ist so das ganz typische Rollenspiel 1x1. Gut, haben wir das auch. Komm, ein Speicherpunkt, ein Speicherpunkt, ein Speicherpunkt. Ich meine, Kiste gönnt mir das Spiel mal mehr. Keine Encounters bis zur Tür. Boah! Halleluja. Halle fucking Lüe. Wo führt uns die. Ah! Ich weiß uns, wo uns der Weg hinführt. Das. Wenn wir. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Okay. 50 Schaden mit einer Standardattacke. Wenn wir Glück haben, führt uns der Weg direkt zurück zu dem Speicherpunkt. Das wäre sehr toll. Schauen wir mal kurz die Karte. Genau! Der führt uns. Ach komm schon! Ich will gar keine Random Encounters, Mann. Ich brauche aktuell was anderes. So. Maragion, mach mal. Auf dich mach mal Agilo. Dann bist du schon mal down. Ich hasse Gegner, die Mudon können, Mann. Die uns einfach so, ohne zu fragen, instant töten können. Ich finde sowas immer noch nicht fair und ich akzeptiere das auch immer noch nicht. Deswegen ignoriere ich euch einfach. So, da, da. 626, bald haben wir den Outer God auch, dann können wir mit ihm auch Chakra Walk machen. So, der Weg sollte uns jetzt, wenn wir Glück haben, genau hier hinführen. Genau da, wo ich hin wollte. Oder auch nicht. Ach so, passt alles. Alles akzeptabel. So, ich habe mich nur kurz nicht ausgekannt. So, dritt fangen wir wieder mit Xionga an. Machen weiter mit Zmazan. Dann, Phantom is Frightened. Nein, wieso devour ich? Wieso devour ich mit ihm, wenn er den Balken jedoch voll hat, Mann? Das ist so eine typische Maxi-Aktion, Mann. Egal. Wir schlagen uns gut und mit etwas Glück haben wir doch noch den Bossfight. Ja, komm, wir haben noch 17 Minuten. Da sollte man das schon noch schaffen. So, Gale hat auch nochmal ein Level-Up. Jetzt bitte keine Encounters. Bitte keinen verdammten Encounters. Ach, wisst ihr was, Mann? Wir retreaten. Ich lass mich nicht mal retreaten, die fiesen Gegner, Mann. Die werden immer unfair. Ja, komm, Deathblow, Mann. Blam, blam, blam. Ja, genau, okay. Cursed bin ich jetzt auch noch, Mann. Habe ja nochmal doppelt so wenig Grund hier zu kämpfen, Mann. Cursed kann ich noch nicht mal wegzaubern. Das kann ich nur mit Items wirklich wegmachen. Und davon habe ich auch ganz wenige. Ich brauche jetzt erstmal hier, ganz entspannt, mein Mantra. So, da, da. Dann haben wir jetzt hier das Erdmantra. Und jetzt haben wir hier 100.000 Punkte. Wir könnten jetzt Bufu Dai machen. Das ist der starke Eiszauber. Und dann, verzeiht, bis gleich. So, verzeiht schon wieder die kurze Unterbrechung. Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt zum allerersten Mal die Chance, einen richtig starken Skill zu lernen. Aber ich möchte mal kurz mal schauen, wo dieser Skill weitergeht. Wir haben hier die MP Recovery. Was kommt danach? Mana Gain und Mana Walk. Frage ist halt, was das wirkt. So, 100.000 Credits, Mann. So viel hatten wir verdammt nochmal noch nie. Ich könnte auch die Heilmagie hochmachen, damit wir Medirama können, was auch ziemlich wichtig wäre. Earth Magic. Electricity. Ich würde fast am liebsten auf die Feuermagie weitergehen.
Jetzt schauen wir mal. Er kann Ice Amp. Und Ice Amp, gehe ich davon aus, ist der Skill, dass wir keinen Schaden mehr bekommen durch Eis. Das heißt, wir werden jetzt den Fire Lord machen. Als erstes. Werden danach den Skill danach hier machen, was das auch immer sein mag. Und wenn wir das geschafft haben, können wir dann, wird er dann keinen Schaden mehr durch Feuerattacken bekommen, was das Nonplusultra eigentlich ist. So, Silo, du, mit dir habe ich Heilmagie beigebracht. Okay, bin mir gar nicht sicher, was ich dir beibringen soll. Ich möchte jetzt nichts allzu Teures kaufen. Deswegen, ich will dir aber auch nichts allzu Billiges, sonst muss ich wieder zum Checkpoint hin und her laufen. Ich gebe dir mal Feed Frenzy, komm. Kostet 4000, das bist du mir wert. 4000 Magwa-Punkte, muss ich sagen, bist du mir wert, mein guter Freund. So, speichern wir nochmal einmal, weil man ja nie oft genug speichern kann. Wie viel Spielzeit haben wir denn eigentlich schon? 18 Stunden. Und ich habe das Gefühl, wir sind noch gar nicht weit. Wir sind, ich sag jetzt mal, vielleicht bei so einem Viertel des Spieles. So, das wäre jetzt so meine Einschätzung. Höchstens. Höchstens. So, 471 Macker, nur dafür, dass ich den blöden Flug hatte. So, da. Man kann hier echt nicht mal genießen, dass ich jetzt einfach hier meine schönen Punkte alle wieder voll habe. Ich wollte jetzt ganz entspannt, wollte ich jetzt da rüberlaufen wieder, aber das wird mir natürlich nicht gegönnt. So, Terrasi. Oh, ich habe vergessen, ich kann ja jetzt hier den stärkeren Skill, hätte ich ja mir jetzt ausrüsten können. Aber Terrasi macht jetzt ordentlich Schaden, oder? Genau, und das kombiniert mit Wildblade. Sollte leicht dann für uns sein, die Gegner zu besiegen. Also sie haben natürlich noch einen Konter. Machen mit dem Konter mehr Schaden, als ich ihnen so mache. So, dala, was machen wir denn? Ich habe leider keinen Skill, oder? Ich pass und dann machen wir Wildblade. Komm. Bam! Ihr wollt euch echt mit uns hier anlegen hier, meine lieben Brutes. Also wenn ihr echt meint, es ist wirklich sicher für euch, dass ihr euch mit uns anlegt. Ich meine, okay, ihr seid in der Überzahl, aber ihr seid halt scheiße. Um es mal so auf den Punkt zu bringen, Mann. Also bis jetzt war echt da noch kein allzu schlimmer. Da waren alle Dungeons, also ich meine, das Unfaire im Dungeon war natürlich, dass wir ohne Leben und alles Mögliche gespawnt sind. Aber schwer? Nee, wirklich nicht. Vielleicht sind wir ein bisschen überlevelt, aber ich möchte das eigentlich nie behaupten, weil ich glaube, wir sind es nämlich nicht. Aber ich finde wirklich, eine allzu große Herausforderung sind die aktuell nicht. Besonders, wenn ich hier den nächsten schon wieder devour. Fällt euch eher auf, dass wir in letzter Zeit viel weniger Probleme haben, dass wir... Oh, der Fisch. Nein, wieso hast du... Ist das behindertes Spiel oder ist das ultra behindert, Mann? Alter, was war das für eine Attacke? Er sprengt sich selbst in die Luft, Mann. Das ist ja wie ihr wollt, Ball oder wie diese Flammendinger aus Final Fantasy. Wisst ihr, was so unfair war? Ich habe mit genau ihm habe ich zwei Gegner devoured. Und natürlich der Charakter, mit dem ich zwei Gegner devoured habe, der geht natürlich down. Das ist so eine typische Aktion, Mann. Kotzt mir alle nicht an, Mann. Ich mache jetzt fertig so. Kommt, alle, geht mir alle aus der Sonne, Mann. Ich bin wütend. Drauf. Weg. Kick ihn. Kick it like Beckham. Dann laufen wir weiter. Wir sind ja auf einem guten Pfad. Wir haben immer noch zwei Bomben. Wir sind so weit, wie ich am Anfang des Partes geglaubt habe. Aber wir haben in dem Part wirklich so viel Encounters, Mann. Wir kommen 2 Meter, Encounter. 2 Meter, Encounter. Ich meine, klar, das gehört dazu, aber aktuell nervt es mich ein bisschen. So, bitte Konter nicht. Dankeschön. Zionga, das sollte für dich reichen. Aber inzwischen besiegen wir halt die Gegner wirklich in einer Runde. Wunderbar. Ich habe halt nur immer noch Angst vor diesen Instant-Death-Gegner, dass die irgendwann mal anfangen dürfen und uns dann hier mit einer Mammut-Mudon-Attacke instant töten. Gut, dann haben wir hier noch einen Weg. Hier ist... ein Item. Organic Cell. Glaub mir, wenn wir das nächste Mal hier dann zu einem Shop kommen, wie viel Geld wir dann haben, Mann. Hä? Oh, wir sind in einer Schockgasche. Das heißt, wir können schon wieder zurücklaufen. Ja, geil. Ja, super, ich bin wegen dem einen Item... Oh, bin ich jetzt den ganzen Weg hier unnötig gelaufen. Ja, also, wir werden jetzt nochmal in den nächsten Stock gehen müssen. Okay, ich habe nur Angst, dass ich Mammut-Mudon jetzt eingesetzt habe. Wir werden jetzt in den nächsten Stock gehen müssen. Du Scheißspiel. Okay, dankeschön. Dort müssen wir dann... Unbedingt müssen wir dann
Nein, das kann man auch nicht machen. Was mache ich denn? Dort müssen wir dann wahrscheinlich dann die letzten beiden Sprengladungen machen, weil ich habe jetzt halt nur die beiden gesehen. Also ich gehe mal davon aus, ich hoffe, dass das jetzt wirklich die letzten sind. Dass das die einzigen waren hier in dem Stock. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus. Und dann schauen wir mal, ob das beim nächsten Mal wirklich dann das letzte sein wird. So, ja, mach deinen Plan, Chris. Plop, 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 plop. Und das war's mit deinen kleinen Zügen. Und ich passe jetzt erstmal und dann haue ich erstmal Masan auf euch drauf. So, lala. Wollen wir es beenden oder wollen wir Spaß haben? Natürlich will ich Spaß haben. Davor. Du dreckiger Scheißgegner. Und jetzt macht der Mammuton und alle meine Partys zurück. Down. Alter. Ich hab's ja geahnt, Mann. Ich hab sowas von geahnt, Mann. Aber das ist mir jetzt wert, Mann. So, komm, mach auch nochmal Mammut. Komm, kill mich. Kill mich. Als würdest du das können, du Penner hier. So, passen wir kurz und dann beenden wir es mit Samba, Mann. Es ist immer wieder ein Risiko, Mann, weil diese Gegner einen einfach so instant töten können, Mann. Besonders, Dings ja nicht, Gale. Der gute Sido, der wird eh von jeder von diesen Attacken immer getroffen. Egal, was wir machen. Immer. Der wäre ein Charakter, den müsste man eigentlich diese ganzen Void Charm, Void Panic, sowas müsste man dem alles ausrüsten. Und wenn er das alles ausgerüstet hat, ist er eigentlich ein ultra badass Charakter, weil er dann keine Schwächen auf irgendwelche physischen Attacken hat oder so. Auf physische Attacken, auf Magieattacken, das wäre natürlich ziemlich cool. Aber wenn wir natürlich jetzt Zerf einfach die Fähigkeit geben, dass er nicht mal eine Schwäche auf Feuer hat, dann ist er natürlich eh das Nonplusultra. Und das könnte schon bald sein. So, komm, Devoin. Kriegst du den, oder? Ja, so mag ich meine Gegner. Klein und tot. So, was haben wir denn? Agilo, sollte es für dich gewesen sein. Wir müssen aufpassen vor denen, wenn die sich hier in die Luft sprengen können. Ihr habt gerade gesehen, der hat hier Zerf mit fast vollem Leben getötet. Gale hat er mit auch relativ viel Leben getötet. Und auch Zilo hatte nur noch ziemlich wenig Leben. Die Gegner haben immer mehr miese Tricks. Umso länger wir spielen, umso fieser werden die Tricks der Gegner. Und umso zahlreicher werden sie. So, perfekt zum Devorn, perfekt zum Devorn. So, lala, und weg haben wir dich auch. Gut. Ich wollte eigentlich nicht mit ihm fressen, weil dann seine Fähigkeit so schnell nach oben geht. Aber nun haben wir den Outer God. Das heißt, er kann ebenfalls dann jetzt ab jetzt den Chakra Walk. Den müssen wir sofort bei ihm ausrüsten, ne? So, wo haben wir ihn? Also, das ist so geil, Mann, die Fähigkeit. Ich glaube, die wurde extra für den Dungeon gemacht hier. War ohne die Fähigkeit und den MP-Thief, glaube ich, wäre der Dungeon die Hölle, Mann. Da hätte man sich ja wirklich so viel Items kaufen müssen. Das wäre echt exorbitant dann geworden. So, Gale. Wir haben 150.000. Alter, der MP-Recover kostet da 250.000. Das ist schon arg viel. So, Mitama will ich nicht. Death Magic. Death Resist. Machen wir den Skill mal. Sowas könnte ich zum Beispiel brauchen, wenn dann wieder die lustigen Gegner kommen und mich einfach so Instant Death mit ihren Instant Death Attacken angreifen. Genau für sowas will ich diese Fähigkeit haben. So, Leute, aber ich würde sagen, alles Gute muss einmal zu seinem Ende kommen. Wir haben immer den Stock jetzt irgendwie mal geschafft, Mann. Das hat sich jetzt wieder, nachdem wir so drei Parts so richtig straightforward gegangen sind, haben wir jetzt zwei Parts ein bisschen getrödelt. Aber das ist schon okay. Hauptsache, wir sind auf dem richtigen Pfad. Unsere Charaktere sind relativ gut gelevelt. Ich werde vielleicht jetzt hier noch ein bisschen offscreen grinden, das muss ich dann mal schauen. Aber eins ist sicher, beim nächsten Mal geht's weiter mit Digital Devil Saga. Bis dann verabschiede mich. Ich war euer Dem Simmerfix und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Leute, verzeiht die Kunstunterbrechung. Wir sind schon wieder da und wir durchschalten jetzt diese schöne Türe. Ich bin gespannt, was hinter uns wartet, hinter dieser Tür auf uns wartet, aber ich bin mir sicher, dass es bad sein wird. Jinana und schlimme, schlimme Sachen. Und deswegen, ja, a noise can be heard behind the door. Enter the hall. Yeah. You're no different than me. How many have you devoured, huh? We eat to survive. It's only natural. You're just like me. Come on, admit it. Say it, bitch.
That's round number three. Okay, Psycho Rage. Ich muss sagen, ich kenne ein wenig diesen Bossfight, aber nur ein wenig. Oh. Warte, auf ihn ist super. Mach Curse, ist sehr gut. Mach. Damit habe ich nämlich kein Problem. Okay, Miss Completely wird immer besser. Und jetzt guardet er sich. Ich muss sagen, ich kenne diesen Bossfight ein wenig. Ich habe mal so einen Shin Megami Tensei Review angesehen. Und ich weiß, und das ist auch der Grund, ich muss zugeben, wieso ich so gerne Terrazzi hier anhabe, dass wir diesen Move haben sollen und noch einen anderen Move brauchen wir auch noch. Aber zu dem dann später mehr. Mit ihm kann ich jetzt natürlich nichts. Nämlich, wir brauchen einen Force Repel Move. Hey Leute, dieses Review rettet mir wahrscheinlich hier einige graue Haare, die ich mir sonst hier machen würde. Deswegen machen wir ganz entspannt hier diesen Move. Machen hier Terrazzi auf ihn. Ihr seht, es ist ja im Endeffekt wie beim letzten Mal. Das hat er ja schon beim letzten Mal diesen miesen Trick gemacht, dass er sich immer versteckt hat und wir nichts machen konnten. So, und da haben wir auch, glaube ich, den Erdzauber. War es Erde oder Licht? Aber egal, ich weiß, dass wir Erde drauf machen müssen. So, Psycho Rage, lustiger Move. Kriegt einfach mal vier Züge. Wieso habe ich diesen Zug nicht? Wieso habe ich diese Fähigkeit nicht? No, I won't die. You should be the ones. Sotalia Blade. Und jetzt beginnt der Kampf nämlich lustig zu werden. Sotalia Blade. Sotalia Bane. Krasser Typ, oder? Krasser Typ, Mann. Und jetzt Summer. So. Um es mal kurz zu sagen, was hier an diesem Fight nämlich sehr lustig ist. Ich sag mal Terrazzi in der Hoffnung, dass das klappt. Ihr seht, wir wurden gerade in verkackte... Ja, Shield ist her, du Penner. Er hat uns hier nämlich in Fledermäuse verwandelt. Und als Fledermäuse können wir so gut wie keinen Schaden machen und haben keine Chance. Look out below. Und dann macht er genau diese Attacke. Das war das nämlich, was im Review hier angezeigt worden ist. Return to normal, sehr schön. Und weil wir den Repellen, verliert auch seinen ganzen Zug. Das ist natürlich auch awesome. Ich überspringe den Zug. Dann machen wir hier wieder Force Repel. Wir müssen hier mit Anti-Force Attacks arbeiten. Ansonsten haben wir nämlich in diesem Chance keine, nicht die geringste Chance. Was machen wir eigentlich jetzt? Machen wir was Younger. 32, jetzt nicht so das Optimale. Agilo, ja, Terrazzi klappt das scheinbar nichts gegen ihn. Okay, ist ja logisch, er fliegt gegen ihn. Ich versuch's jetzt mit... Ah, habe ich überhaupt Lichtattacken? Return to normal, sehr gut. Spiral. Wieso habe ich eigentlich nur 180 SP? Alter! Habe ich so viel Moves schon gemacht? Ich weiß es nicht. Möglich. Okay, Terrazzi kann man nicht machen. Media kann man... Schau dich mal an, wie viel Leben wir schon verloren haben. Fieser Typ, Mann. Echt fieser Typ, Mann. So. Force Repel. Also, um es mal kurz zu sagen, was hier alles abgeht. Er verwandelt uns in Fledermäuse, was natürlich ein ziemlich mieser Trick ist. Und in der Zeit können wir ihm eigentlich so gut wie gar keinen Schaden zufügen. Und ich habe jetzt keine Ahnung, was wir jetzt machen. Machen wir einfach mal Sion auf ihn drauf. Und hoffen, dass das so klappt. This is the way to treat a comrade. Just admit it, we're the same. Wir sind niemals so wie du, du Monster. Du hast die Nana verraten, du Monstrum. Und stell dich nicht mit uns auf eine Ebene. So, jetzt macht er zusammen, okay? Verliert er gleich... Ah, er verliert gleich alle seine Züge. Das ist natürlich awesome. So, mach mal Agilo. Klaus einfach die Hälfte der SP, dieser eine scheiß Move. So, unbedingt immer Force Repel zaubern. Das ist das Wichtigste. Terrazzi bringt ja leider nichts. Und ich habe keine einzige physische Attacke mit ihm. Dann machen wir Media lieber. Blub, blub, blub. Wir machen ihm zwar krass wenig Schaden gerade, aber das ist wurscht. Psycho Rage. Vier Züge. Komm, fang mit Masana an, Samba oder sowas. Power Charge, oh scheiße, jetzt kommt eine starke physische Attacke. Batsman, dein letztes Spindlein hat trotzdem geschlagen, Mann. Glaub mir das. Oh, er macht nur Attacke. So, jetzt macht er wieder Zottler Bane, jetzt verwandeln wir uns wieder alle in Fledermäuse. Klaut es oder... Ach so, er klaut es durch den Move SP, sehe ich das richtig? Okay, und jetzt verwandelt er sich wieder in seine... Jetzt geht er wieder hier in die Schutzform und das ist natürlich awesome, weil hier können wir schön Terrazzi zaubern auf ihn. Da machen wir mit dem Schaden 232, das ist sehr gut. So, immer schön Force Repel. Ich bin eine kleine Fledermaus. Wir können das auch irgendwie, glaube ich, nicht ändern. Ich weiß es nicht, aber ich mache das hier mit der Strategie. Übrigens, ich verlinke mal das Bübel hier. Vielleicht, wenn ich Lust habe. Oh, ist Bats schon besiegt? War jetzt nicht so eindrucksvoll. Tja, Bats. Wie Heat jetzt so schön sagen würde, it's time to devour. Aber bevor wir den lieben netten Herrn Bats hier am devouren, machen wir erst einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es hier dann weiter mit Shin Megami Tensei Digital Devil Saga. Haut rein und bis zum nächsten Mal.
Ciao!